Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Möchten Sie in einer Straße wohnen, in der Spielhalle, an Wettbüro, an Spielhalle grenzt? Möchten Sie dort leben? Möchten Sie dort einkaufen? Möchten Sie dort tatsächlich Ihren Kiez erleben? Ich glaube, wir alle können sagen, außer Kollege Morlang, wir alle können sagen, nein, das wollen wir nicht, meine Damen, meine Herren. Und ich bin sehr stolz darauf, dass das Land Berlin schon seit diversen Jahren mit glücksspielrechtlichen Vorschriften, insbesondere im Bereich der Spielhallen, Vorreiter in der Bundesrepublik Deutschland ist. Meine Damen, meine Herren, wir haben tatsächlich, auch das sagen unabhängige Expertinnen, das schärfste Spielhallengesetz der Bundesrepublik Deutschland seit 2011. Und die gute Nachricht ist, dieses Gesetz wirkt. Erstens, wir konnten die Ausbreitung neuer Spielhallen, die Flut neuer Spielhallen tatsächlich stoppen. Es gab allein 2010 in einem Jahr mehr als ein Drittel Zunahme neuer Spielhallen. Das haben wir nicht nur gestoppt, diese Flut, sondern wir haben auch dafür gesorgt in den letzten 4 Jahren, dass die Zahl inzwischen kontinuierlich, nicht übergreifend, aber wirklich kontinuierlich immer gesunken ist, meine Damen, meine Herren. Und wir werden das auch nach 5 Jahren Übergang jetzt erleben, dass am 31. Juli 2016 für alle alten Spielhallen gilt. Jetzt gilt das 2011 beschlossene Gesetz auch für die Bestandsunternehmen. Meine Damen, meine Herren, die meisten Spielhallen in Berlin werden schließen müssen. Und das ist auch gut so, denn wir wollen unsere Stadt zurückerobern, meine Damen, meine Herren. Und wir sehen jetzt eine Tendenz bei einigen Betreiberinnen und Betreibern. Damit komme ich zum heutigen Gesetzesantrag, der auf der Tagesordnung steht, als Priorität der SPD-Fraktion, dass wir erleben, dass einzelne Betreiber sagen, oh, ein hartes Gesetz, das tatsächlich wirkt gegen Spielhallen. Aber ich könnte ja jetzt einfach mal umschwenken und mache ein Wettbüro auf, meine Damen, meine Herren. Und das ist genau etwas, was wir natürlich nicht wollen, wo wir einen klaren Riegel vorschieben wollen, wo wir auch als Landesgesetzgeber sagen, das, was wir für die Spielhallen sehr hart formuliert haben, Mindestabstand von 500 Meter zur nächsten Spielhalle und sowieso nur eine Spielhalle pro Gebäude, nicht bis zu 5, wie es noch der Fall ist. Also 500 Meter Mindestabstand zwischen Spielhallen, mindestens 200 Meter zur nächsten Oberschule und zu großen Jugendeinrichtungen. Das wollen wir auch für Wettbüros verwirklicht sehen, meine Damen und Herren. Das ist der Antrag, den wir heute zur Abstimmung bzw. erstmal zur Einbringung vorlegen. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, das, was wir gestern schon in der Debatte im Stadtentwicklungsausschuss gesehen haben, dass wir das auch hier in 2 Wochen bei der endgültigen Verabschiedung zeigen können, dass es eine ganz große Einigkeit gibt im Abgeordnetenhaus von Berlin, meine Damen, meine Herren, diese Mindestabstandsregeln entsprechend hart auch für Wettbüros zu formulieren. Denn wir mussten eben das erleben, dass sich die Wettbüros ausbreiten. Und wir wissen leider auch, die Gesetzesmaterie ist deutlich komplizierter als bei den Spielhallen. Es gibt einen Glücksspielstaatsvertrag der 16 Bundesländer. Dazu in den Bundesländern jeweils Ausführungsgesetze, so auch in Berlin. Und der Glücksspielstaatsvertrag sagt eigentlich, es soll bundesweit 20 Lizenzen für Wettbüroanbieter geben, die dann wiederum von den 20 Ausgewählten jeder 10 Wettbüros aufmachen dürfte in Berlin. So wäre es eigentlich de jure. Also rund 200 Wettbüros. Meine Damen, meine Herren, leider ist das nur eine Illusion. Es greift nicht wirklich, da die Konzessionsvergabe, vorgenommen durch das Land Hessen, im Augenblick auf diversen Ebenen beklagt wird. Einige Richter haben so geurteilt, andere so. Schwierige Rechtskonstruktion, schwierige Rechtslage. Und wir haben nicht 200 Wettbüros in der Stadt, sondern 300, meine Damen, meine Herren. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Juristisch gesehen sind alle 300 Wettbüros in Berlin illegal, aber wir können und wir dürfen sie nicht schließen. Das ist wirklich kein schöner Zustand, aber es ist so, durch die europarechtlichen Urteile und Vorgaben, wie auch durch die bundesdeutschen, ist es eben leider sehr kompliziert. Wir kommen auf dieser Schiene sehr schwer nur als Bundesland ran. Darum haben wir hier wirklich in Analogie zu unserem Spielhallengesetz in einem sehr übersichtlichen, kurzen Gesetzesänderungsvorhaben das jetzt versucht zu regeln und wollen das mit Ihrer Unterstützung tun, dass wir sagen, das, was wir an Mindestabständen zwischen Spielhallen definieren, gilt jetzt auch in Analogie für Wettbüros. Ich sagte es schon, 500 Meter Abstand zum nächsten Wettbüro, mindestens 200 zur nächsten Oberschule. Und dass wir damit erreichen wollen, dass gerade betroffene Kieze, wo immer sie sind, siehe die Kollegin Wildenhain-Lauterbach, wenn wir uns anschauen im Wedding, in Mitte, die Straßen, die verseucht sind, Entschuldigung, mit Spielhallen und mit Wettbüros. Das Gleiche gilt für Neukölln.
es gilt für Spandauer Kieze, es gilt selbst für Reinickendorf, für andere Straßenzüge. Das, meine Damen und Herren, soll auch in Berlin der Vergangenheit angehören. Darum bitten wir sehr um Unterstützung für unser Gesetz, dass wir die Abstände zwischen Spielhallen und zwischen Wettbüros gleich behandeln und sagen 500 Meter Mindestabstand, damit unsere Kieze wieder lebenswert werden und wir auch den Jugend- und Spielerschutz in Berlin voranbringen können. Vielen Dank, meine Damen, meine Herren.